Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play auf dem Kanal. Ich bin der Broken10 und wie ihr sehen könnt, wieder ein Gast-Replay, wie jedes Mal oder wie fast jedes Video, von dem lieben Mohren-LP aus dem Clan Taco. Naja, wir haben ihn ja schon öfters gesehen. Sein letztes Replay war ja auch wirklich das letzte Video mit dem 1375, wo er wirklich eine fabelhafte Leistung hingelegt hat. Und ja, ich erhoffe mir eine fabelhafte Leistung von diesem Replay, weil was diese Stats sagen, einfach wieder absolut geil. Ja, daran sieht man einfach, dass er mit seinen wirklichen Lieblingspanzern wirklich absolut gut umgehen kann. Wir sehen hier jetzt den Ferdinand, den deutschen Stufe 8 Jagdpanzer mit 490 Alpha-Schaden. Also, da macht ordentlich Damage. Und, ja. Sehr schöner Panzer, hat hier sogar eine Gunmark drauf. Und ja, sehr schöner Panzer, sehr schönes Video. Und ich möchte mich einfach mal bedanken. Letztes Video war ein richtig cooles Feedback von euch. Vielen Dank. Und ja, das wird es so weitergehen. Wie gesagt, mach weiter so und vielen Dank für das Feedback, das ihr mir auf das letzte Video gegeben habt. Auch wenn gestern leider kein Video kam, weil ich gestern bis 16:30 Schule hatte. Und danach noch ein Video zu produzieren, dazu hatte ich einfach nicht mehr die Konzentration, sagen wir es mal so, oder die Nerven dafür. Ja. Ja. Der Ferdinand. Es gibt Gerüchte, dass der Ferdinand irgendwann zum Premium-Panzer wird. Oh. Hat gleich sogar einen Schuss abgegeben und getroffen. Mit 492. Ja, 1500 Leben hat das gute Stück. Eine schlechte Panzerung hat er auch nicht. Ja, einfach mal Ruf da, genau. So muss das sein, so muss das sein. Ich habe übrigens danach noch ein Replay von dem Moritz, aber dazwischen kommt noch ein anderes Replay. Ich glaube, von dem Maxi habe ich noch zwei bekommen. Vom Paul habe ich, glaube ich, auch noch eins oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe noch so ein paar hier rumliegen. Und dann möchte ich mal wieder eins von meinen zeigen. Weil ich habe nämlich auch noch so 6 Stück rumliegen, die ich gerne zeigen möchte. 562, ein schöner Highroll. 1519 Schaden schon gemacht. Und die Panzerung beim Ferdinand ist wirklich nicht schlecht. Aus seiner Stufe. Und tschüss, M46KR. Tja, die Katze hat, bei der Katze hat sich jetzt wohl ausgeschnurrt. Beim Korea-Petten. Ach komm, nimm die dahinter. Genau, Feuer, Wuff da. Einer nach dem anderen. 2268 Schaden. Wunderbar, wunderbar. Ah, schieß nicht deinen eigenen ab, möglichst. Lol. Einfach auf Wunderwanne. Hat sogar funktioniert. Arti, tschüss. Da hat er wohl keine Chance mehr gehabt, den da noch zu wirken. Der Panzer ist auch wirklich sehr schön. Und Trackshot. Aber immerhin den Assist gemacht. Also trotzdem sehr schön. Und die S3, die wagt da was. Nächster Schuss mit 486 Damage. Der schießt alle 10 Sekunden und das ist natürlich echt. Zack, der nächste drin. 486 schon wieder. Also er haut hier wirklich sehr schnell, sehr soliden Schaden raus. 3455 Schaden. Na? Ja. Sehr. Oh, nicht durchgekommen. Na. Jetzt aber. Sester. Natürlich kommt der KV4 durch. Der hat natürlich viel Durchschlag. Und schießt wahrscheinlich auf seine Unterwanne. Jetzt gibt es aber keine Unterwanne mehr für ihn. Und zack. 551. Also man sieht wirklich, der Panzer ist wirklich sehr schön. Er macht schnell Schaden. Er macht immer so um die 500 Schaden. Um die, sage ich. Also 490 Durchschnitt. Ist ja auch richtig so. Und auf jeden Fall ein sehr interessanter Panzer. Kann man einfach nur wiederholen. Ein sehr interessanter Panzer. So. Da hinten steht noch so einiges, was man noch so mitnehmen kann. Mal so als zwischendurch Snacks und 28 Prototyp. Dann macht der Super Pershing da. Also
Danke. Gibt's erstmal einen Applaus für den Super Pershing? Eieieiei. Solche Teammates sind auch immer nicht so super. Ja, genau, der Prototyp steht auch noch so da. Oh, schön. 495. Na komm, kriegst du noch. Den kriegst du noch. Oder? Der schrägt sich. Oh, der schrägt sich. Ich dachte, wollte gerade sagen, der schrägt sich doch so dumm an. Aber er hat leider verschossen. Oh, da ist er weg. Typ 4 schwer. Das ist nur noch. Wenn er es jetzt nicht. Oh! Was war das denn? Der spielt ja hier Hill Climb Racing oder sowas. Type 4? Ja. Bitte Moritz, pass auf. Nein, fahr zurück. Oh. Als ob. LOL. Nochmal, das muss ich mir nochmal angucken. Machen wir in Slow-Mo. Erstmal geht er hier so. Er guckt hoch, er fährt zurück. Ja. Ein bisschen schneller. Und jetzt. Er fährt. Und er trifft ihn. Er trifft ihn einfach im Flug. Hat er ihm wirklich nochmal 464 Damage gemacht. Im Flug. Das müsst ihr euch mal geben. Also, Moritz, die Panzer, die du, dein Lieblingspanzer sind, die kannst du einfach absolut super beherrschen. Und das war wirklich RNGesus. Da war RNGesus mal wieder mit dir. Also man sieht, man braucht wirklich, um so einen Luck zu haben, muss wirklich ein RNG mit euch sein. Sonst wird das nix. Ja, macht die Arti jetzt. Nehmt ihr den raus? Nee. Okay, es tickt. Warum auch immer. Ein Replay-Bug. So, der ist verstorben. Also absoluter Hammer, wie er da runtergesprungen ist. Und er hat es vor allen Dingen noch gewagt. Also er hat es wirklich getan und ist wirklich noch durchgekommen. Ich dachte jetzt, er fällt da runter und dann stirbt er. Aber nein, er macht wirklich noch Schaden. Aber wirklich absolut geil. Kann man nicht anders sagen. Schau doch bitte auf den anderen. Ich würde gerne näher ran an das Gefecht, kann ich aber nicht. Das wäre jetzt so schade, würden die das verlieren. Nach so einem absolut geilen Gefecht. Also Moritz liefert hier wirklich sehr gute Replays ab. Daran könnt ihr euch mal so ein bisschen orientieren. Das sind richtige Replays, die wirklich auch Spaß machen. Dann könnte man natürlich auch jedwede andere schicken. Aber wie gesagt, diese sind schon wirklich besonders hier. Okay, er wechselt jetzt immer von seinem Panzer zum Löwen. Das sind dann schon so die etwas besonderen. Jetzt tickt die ganze Zeit diese blöde Uhr. Lol. Sehr schön. Und da ist der letzte Kill und das Gefecht ist zu Ende. Ich gucke jetzt einmal mal auf die Sets und die sind wieder, wie hätte man anders gedacht, ein Meistertank. Er hat Fire 4 Effect, er hat Confederate und High Kaliber. 5525 Schaden plus Special Jump. Also absolut geil. 16 Schuss abgefeuert, 16 getroffen, 13 durchgeschlagen. So muss das sein. Schön alles treffen. Über 300 Meter hat er sogar 465, also einen Hit hat er über 300 Meter. Assist hat er 768 Damage gemacht. Und ja, also ich kann einfach nur wiederholen. Solche Replays sind einfach absolut der Hammer. Ja. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da und ja, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder irgendwas ist, schreibt es mir gerne in die Kommentare und dann würde ich sagen, bis zum nächsten, nee Quatsch, vorher will ich noch was ansagen, für die jetzt noch da sind. Es wird wahrscheinlich wieder einen Stream geben, eventuell, wie immer, um die gleiche Zeit, wisst ihr ja. Und ja, so, jetzt aber. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich würde sagen, dann bis zum nächsten Video. Tschüss!